Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute im Test auf jeden Fall die Lone Star Feuerteufel dran. Wir haben den Amethyst und den Saphir. Und jeder Feuertopf hat 37 Gramm NEM. Preislich waren wir hier pro Paket 5,99 € oder 6,99 €. Und ja, ich würde mal sagen, schauen wir uns mal diese Knisterteufel von Lone Star an und bilden uns unsere eigene Meinung. Im Real Life habe ich sie noch nicht gesehen, deswegen lassen wir uns mal gemeinsam überraschen. Und da würde ich sagen, zünden wir beide Varianten und wir sehen uns gleich draußen zur Zündung. Also. Das wird aufhalten. So Freunde, wir testen jetzt die Knisterteufel. Wir haben blau und pink. Ich würde mal sagen, wir machen 3 Stück insgesamt. Einen blauen, 2 pinken. Und ich denke mal Nummer 1. Pinke. So, und ich nehme noch den blauen mit. Dann haben wir nämlich 3 Stück. 2 Stück sind normal in einer Packung drin. Ich denke mal, das läuft gleich. So, dann würde ich sagen, ich fange an mit den. Ne, du fängst an mit einem Pink. Kannst du schon mal. Jetzt habe ich gerade die Aufnahme abgebrochen. Du kannst ja schon mal gehen. Die Dinger sind ein bisschen höher. Müssen wir ein bisschen weiter weggehen. Aber die Teile kosten, wie gesagt, 6,99 € und die sind echt krank, muss man sagen. Halleluja. Mach gleich den nächsten hinterher. Die schießen so unglaublich hoch. Kannst du doch den eben blauen noch machen? Dann kann ich hier stehen bleiben mit dem Film. Macht sich gerade ganz gut. Der arme David, der muss halt ran. Und der letzte für euch. Ja, die Teile kann man echt ohne weiteres empfehlen. Also was Lone Star da rausgebracht hat, echt Daumen hoch, Freunde.